Meine Tätigkeit heute ist die gleiche nach wie vor, denn ich kann heute so viele Beweise dazu bringen, die mir den Aufschluss dahingehend geben, dass tatsächlich Menschen, die das Heil gesucht, in dem gefunden, wo sie nur die wirklich wahren Worte gehört, dass sie doch jetzt zur Selbstbesinnung kommen sollten, indem sie wissen müssten, was ihren Körper. Eine letzte Frage, Herr Gröning. Haben Sie die Absicht, abhängig oder unabhängig vom Prozessausgang, Ihre Tätigkeit in irgendeiner Form fortzusetzen? Ja, ich werde sie weiter fortsetzen, weil ich weiß, dass ich mich keineswegs gegen das Grundgesetz noch gegen das Heilpraktikergesetz hier vergangen habe. Denn ich beschränke mich grundsätzlich auf meine Glaubensvorträge und habe auch die Erfahrung gesammelt, dass Menschen das Heil am eigenen Körper erfahren haben.